Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich wieder aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come Inn in Biberach, kurz vor 20 Uhr mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Heute am Tag der Nachbarn denken wir besonders an unsere Nachbarn, vielleicht im Haus nebenan oder in der Wohnung oder Straße nebenan. Oder vom Pflegeheim her gedacht im Zimmer nebenan. Wir denken an die Nachbarn, die uns unterstützt haben oder uns unterstützen. Wir denken an die Nachbarn, die uns gut gesinnt sind, die fast schon ein Stück weit zu unserer Familie gehören. Vielleicht haben sie in der Corona-Zeit uns geholfen, gestärkt, Mut gemacht. Wir denken auch an die Nachbarn, mit denen wir nicht gut sind, die uns auf dem Wecker gehen, die wir links liegen lassen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch wieder interreligiös mit dem Wort Amen.